Also erstmal steht der Raum im Vordergrund. Ne? Erstmal steht der Raum im Vordergrund und die Möglichkeiten, die sich bieten. Also wie kann ich den Raum besetzen? Und irgendwie hat mich auch so interessiert, irgendwas zu machen, was auch was Meditatives hat, auch mit der Musik und dem Licht. Danach war mir eigentlich. Ne? Diese Installation, die hieß Escalation, die habe ich damals konzipiert für eine Ausstellung im Hepworth Museum. Die besteht eben aus 20 weiblichen und 20 männlichen Figuren. Diese Idee von Escape und rauswollen, aber gleichzeitig auch, was ist denn da oben? Wo wollen wir immer hin? Weil Status quo allein reicht ja immer nicht. Ne? Es muss ja immer weitergehen. Das war so der Grundgedanke eigentlich. Die Herangehensweise kann eigentlich nur sein, dass der Raum irgendwie mitspricht. Das war im Grunde dann diese Herausforderung. Ne? Ist jetzt nicht so eine versteckte Situation oder so. Ne? Ist halt schon sehr so ein Kubus, dass ich dann einfach dachte, hier machen wir eine horizontale Setzung. Dann hatte ich irgendwie auch das Gefühl, dass die Geschichte anders erzählen zu wollen. Ne? Und dann, ich finde, wir sind halt nochmal so ein Stück weiter jetzt, ne? Irgendwie. Wir haben nochmal jede Menge neue Körper produziert und thematisieren natürlich auch etwas, was wir 2015 noch nicht thematisiert hätten, also so Diversität, was einfach noch gar nicht so im Spektrum war. Und eben auch so eine Menschlichkeit, Körperlichkeit. The Tourist. Dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die ist richtig hier drin. Weil die einfach sich so dieser ganzen Situation widersetzt und weil sie eben auch die einzige Person ist, die wirklich eigenständig gerade steht, aufrecht, so erect steht. Und ich kann die nicht richtig deuten. Ne? Es ist ein bisschen manchmal auch diese Sachen nehmen, die halt gar nicht zusammenpassen, ne? Um der ganzen Sache natürlich auch so eine Absurdität oder so eine Utopie zu geben. Ne? Und zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten des Lebens. Und das ist vielleicht auch diese Frustration, die ich manchmal habe, wenn ich dann so sehe, dass irgendwie bestimmte Entscheidungen von politischer Ebene nicht gefällt werden. Oder, ne, weil du denkst, Sachen könnten möglich sein. Ne? Konsum, Autos, ne, Klimaschutz. Also ich bin nicht aktivistisch, weißt du, aber es ist schon, dass ich denke, wenn ich das so beobachte, wie oft man glaubt, das kann doch nicht wahr sein, dass es jetzt nicht irgendwie eine andere Entscheidung gibt oder dass nichts passiert. Ne? So eine Ohnmacht. Ne? Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, ja, da ist wirklich so eine Enttäuschung hier, ne, in diesem Raum. Ne? Oder das wissen wir nicht mehr, Luft raus. Ne? Fair Game, im Englischen heißt es ja auch, die Tiere, die zum Abschuss freigegeben sind. Ne? Ja, da kannst du ja auch irgendwie drüber nachdenken, wenn es um Wohnungspolitik geht oder für wen setzt man sich ein, ne? Wer kann das noch bezahlen? Also es geht ja nicht nur immer um Tod in dem Extremform, sondern wie wird umgegangen mit den Leuten? Ja, darauf bezieht es sich auf jeden Fall. Ne?